Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge von Paris, Salah Abdeslam, ist im Justizpalast der französischen Hauptstadt eingetroffen. Dort soll er am Freitag zum ersten Mal ausführlich befragt werden. Die Ermittler erhoffen sich neue Erkenntnisse zu den Anschlägen vom 13. November 2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden. Abdeslam gilt als einziger Überlebender der Attentäter und war monatelang auf der Flucht, bevor er Mitte März in Brüssel gefasst wurde. Belgische Ermittler zogen auch Verbindungen zwischen Abdeslam und den Anschlägen in Brüssel, bei denen 32 Menschen ums Leben kamen. Vor dem Gericht muss sich der 26-Jährige wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Waffenbesitzes und Freiheitsberaubung verantworten. Zuletzt befand er sich in Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, in dem er rund um die Uhr von Kameras überwacht wurde. Seinem Anwalt zufolge ist Abdeslam bereit, eine Aussage zu machen.